Wenn du 1 Milliarde Jahre in die Zukunft reisen könntest, wie würde unser kostbarer Planet Erde dann aussehen? Lieber Reisender, herzlich willkommen. Heute brechen wir zu einem unglaublichen zeitlichen Epos auf. Einer Reise, bei der dich jede Sekunde tausende von Jahren in die Zukunft katapultiert. Jenseits der bekannten Konstellationen, jenseits der kosmischen Unendlichkeit, siehst du einen Schimmer. Einen Punkt aus Azur und Smaragd. Das ist unsere Erde. Aber ist sie noch dieselbe wie die, die wir heute kennen? Hat sie ihre Ozeane, ihre Berge und ihre üppigen Wälder behalten? Oder hat sie sich bis zur Unkenntlichkeit verändert, geformt von der Zeit? Die Antworten werden wir auf dieser Odyssee finden. Aber bevor du zu deinem nächsten Abenteuer aufbrichst, vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit du nichts verpasst. Vielen Dank und eine tolle Reise! Astrophysikerinnen und Astrophysiker waren die ersten, die sich mit der Frage nach der langfristigen Überlebensfähigkeit der Biosphäre beschäftigten. Frühere Studien über die mögliche zukünftige Bewohnbarkeit der Erde konzentrierten sich hauptsächlich auf die Wechselwirkung zwischen der Sonnenerwärmung während der Umwandlung in einen roten Riesen, dem geochemischen Kreislauf von Carbonat und Silikat und dem Wasserverlust. Neue Studien haben es den Wissenschaftlern ermöglicht, die zukünftige Bewohnbarkeit der Erde auf der Grundlage detaillierter Modelle vorherzusagen. Diese Modelle berücksichtigen den Einfluss der Sonne auf geochemische Kreisläufe, wie den für Kohlenstoff, Sauerstoff, Phosphor und Schwefel. Außerdem haben die Forscherinnen und Forscher den Methankreislauf, der den Stoffwechsel lebender Organismen umfasst, sowie den Redoxaustausch zwischen Kruste und Erdmantel einbezogen. Diese Elemente ermöglichen es, die Prozesse, die den Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre steuern, auf einer geologischen Skala zu verfolgen. So lässt sich die Entwicklung des Planeten Milliarden von Jahren in die Zukunft vorhersagen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wählten einen stochastischen Ansatz, indem sie die Parameter für das Modell zufällig auswählten, einschließlich der Schwankungen in der Ausgasungsrate des Erdmantels und der Beschleunigung der Erosion. Sie legten die Anfangsbedingungen für die Erde vor 600 Millionen Jahren fest und führten das Modell dann rund 400.000 Mal durch, um die Entwicklung des Planeten bis zum heutigen Tag abzudecken. Von allen durchgeführten Tests konnten nur etwa 5.000 Bedingungen reproduziert werden, die denen der heutigen Erde ähneln. Diese Ergebnisse wurden dann verwendet, um die zukünftige Entwicklung unseres Planeten vorherzusagen. Trotz einiger Unsicherheiten sagte keines der Szenarien eine sauerstoffreiche Atmosphäre für mehr als 1,5 Milliarden Jahre voraus. Diese Hypothese konnte nur in dem offensichtlich unmöglichen Szenario verwirklicht werden, in dem die Sonne ihre Leuchtkraft nicht erhöht. Wie in der Vergangenheit ist die Erde ein System, das sich in ständiger Entwicklung befindet. Der Planet hat eine Reihe von Erwärmungs- und Abkühlungsperioden durchlaufen. Eiszeiten werden wiederkehren, ebenso wie Perioden extremer Erwärmung. Tektonische Prozesse werden weiterhin Kontinente verschieben und Ozeane schließen oder öffnen. Der Fall eines riesigen Asteroiden oder der Ausbruch eines Supervulkans wird dem Leben auf der Erde erneut einen schweren Schlag versetzen. Viele Details der Erdgeschichte sind weitgehend unbekannt, wenn nicht sogar völlig unbekannt. Aber das Studium der Vergangenheit und die Naturgesetze geben uns eine Vorstellung vom globalen Entwicklungsszenario unseres Planeten. Viele Wissenschaftler vertreten die Hypothese, dass die langfristige Zukunft der Biosphäre eine Art Spiegelbild der Geschichte ist. Die verschiedenen Arten der Biosphäre werden in der umgekehrten Reihenfolge ihres Erscheinens verschwinden.
Der Klimawandel findet überall auf der Welt statt. An den Ufern der Chesapeake Bay melden die Gezeiten einen stetigen Anstieg des Gezeitenpegels im Vergleich zu früheren Jahrzehnten. Jahr für Jahr dehnt sich die Sahara weiter nach Norden aus und verwandelt das einst fruchtbare Ackerland Marokkos in eine staubige Wüste. Das Eis der Antarktis schmilzt schnell und bricht auf. Die durchschnittlichen Luft- und Wassertemperaturen steigen stetig an. All dies spiegelt einen Prozess der allmählichen globalen Erwärmung wider. Einen Prozess, den die Erde in der Vergangenheit unzählige Male erlebt hat und auch in Zukunft erleben wird, der aber jetzt durch menschliche Aktivitäten in einem relativ kurzen geologischen Zeitraum stark verstärkt wird. Die Erwärmung kann von anderen, manchmal paradoxen Auswirkungen begleitet sein. Der Golfstrom, eine starke Meeresströmung, die warmes Wasser vom Äquator in den Nordatlantik transportiert, wird durch große Temperaturunterschiede zwischen dem Äquator und den hohen Breitengraden angetrieben. Wenn der Temperaturunterschied infolge der globalen Erwärmung abnimmt, wie einige Klimamodelle vermuten, könnte der Golfstrom schwächer werden oder ganz aufhören. Ironischerweise wird diese Veränderung dazu führen, dass das gemäßigte Klima auf den britischen Inseln und in Nordeuropa, das jetzt durch den Golfstrom erwärmt wird, in ein viel kühleres Klima umgewandelt wird. Ähnliche Veränderungen wird es bei anderen Meeresströmungen geben, zum Beispiel bei der Strömung aus dem Indischen Ozean im Südatlantik jenseits des Horns von Afrika, was zu einer Abkühlung des milden Klimas in Südafrika oder zu einer Veränderung des Monsunklimas führen könnte, das einen Teil Asiens mit fruchtbaren Regenfällen versorgt. Wenn Gletscher schmelzen, steigt der Meeresspiegel. Nach den konservativsten Schätzungen wird er im Laufe des nächsten Jahrhunderts um einen halben Meter ansteigen. Das Schmelzen des Polareises im Norden wird das Verbreitungsgebiet der in diesen Regionen lebenden Tiere, wie zum Beispiel der Eisbären, verkleinern, was für den Erhalt der Population, deren Bestand bereits rückläufig ist, äußerst ungünstig ist. Die rasche Verschiebung der Klimazonen in Richtung der Pole wird sich auch auf andere Arten nachteilig auswirken, vor allem auf Vögel, die besonders empfindlich auf Veränderungen der saisonalen Wander- und Nahrungsgebiete reagieren. Was auch immer die Auswirkungen der globalen Erwärmung im kommenden Jahrhundert sein werden, wir scheinen in eine Zeit des beschleunigten Aussterbens einzutreten. Angesichts der Erdgeschichte sind solche Ereignisse alltäglich und daher auf planetarischer Ebene unvermeidlich. Zwischen sehr langsamen und schnellen Veränderungen gibt es geologische Prozesse, die normalerweise Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende dauern, einschließlich Veränderungen des Klimas, des Meeresspiegels und der Ökosysteme, die über Generationen hinweg unbemerkt bleiben können. Die größte Bedrohung sind nicht die Veränderungen selbst, sondern ihr Ausmaß. Denn der Zustand des Klimas, des Meeresspiegels oder die Existenz von Ökosystemen kann ein kritisches Niveau erreichen. Die Beschleunigung von positiven Rückkopplungsprozessen kann unsere Welt auf unerwartete Weise treffen. Was normalerweise mehrere Jahrtausende dauert, kann innerhalb weniger Jahrzehnte geschehen. Um die Folgen eines schnellen und abrupten Anstiegs des Klimas besser zu verstehen, lass uns in der Zeit bis vor 56 Millionen Jahren zurückgehen, um die bis dahin bedeutendste globale Erwärmung auf der Erde zu entdecken. Dieser Zeitraum hatte erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung und Verbreitung von Säugetieren und verursachte Aussterben, Veränderungen in der Flora und riesige Wanderungen der Fauna. Um dir eine Vorstellung davon zu geben, war der Globus während des Eozäns etwas anders. Der Isthmus von Panama verband Süd- und Nordamerika noch nicht und ermöglichte eine Ozeanzirkulation zwischen dem Pazifischen und dem Atlantischen Ozean. Diese Zirkulation bedeutete, dass die Antarktis nicht so thermisch isoliert war wie heute. Die Drake-Passage war zu dieser Zeit noch nicht offen. Daher war die Antarktis zu dieser Zeit mit Südamerika verbunden. Diese Anordnung der Kontinentalmassen in Verbindung mit hohen CO2-Werten erklärt, warum es auf der Erde keine Eiskappen gab.
Während dieser Zeit wuchsen Palmen in der Antarktis, wo die Temperaturen zwischen 10 und 25 Grad Celsius lagen. In der Arktis wurden auch Fossilien von Alligatoren, der ausgestorbenen Gattung Alognathosuchus, gefunden. In den Ozeanen erreichte das Oberflächenwasser stellenweise fast 36 Grad Celsius. Paläontologische Untersuchungen zeigen, dass es vor 55 bis 50 Millionen Jahren Mangrovenwälder rund um den Arktischen Ozean, auf den Inseln Neusibiriens und im Mackenzie-Delta in Kanada gab. Das thermische Maximum des Paläozän-Eozän-Übergangs dauerte etwa 20.000 Jahre innerhalb einer 6 Millionen Jahre Periode der allmählichen Erwärmung. Die Erforschung des thermischen Maximums ist für unsere Zeit wichtig, denn es ist die bekannteste und am besten dokumentierte Temperaturveränderung der Erdgeschichte. Es wird geschätzt, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu dieser Zeit Werte von weit über 1000 Teilen pro Million, ppm, erreicht haben könnte. Das ist viel höher als die aktuelle Konzentration von etwa 415 ppm. Wahrscheinlich ausgelöst durch intensive vulkanische Aktivität, stieg die Konzentration von Kohlendioxid und Methan, zwei untrennbaren Treibhausgasen, in der Atmosphäre relativ schnell an. Diese Episode führte zu einer Erwärmung von 5 bis 8 Grad Celsius über einen Zeitraum von 10.000 bis 20.000 Jahren. Während dieser Ereignisse wurden innerhalb von 1000 Jahren zwischen 1500 und 5000 Gigatonnen Kohlenstoff in das System Ozean-Atmosphäre freigesetzt. Das entspricht zwischen 1 und 5 Milliarden Tonnen CO2, die jedes Jahr über 1000 Jahre in die Atmosphäre gelangen. Um dir eine Größenordnung zu geben, im Jahr 2022 wurden 40 Milliarden Tonnen CO2 durch menschliche Aktivitäten freigesetzt. Es ist wichtig zu wissen, dass die terrestrischen Ökosysteme und Ozeane jedes Jahr etwa die Hälfte der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen absorbieren. Dieser Prozess wird als Kohlenstoffsenke bezeichnet. So verbleiben etwa 50% des vom Menschen emittierten CO2 in der Atmosphäre, während die andere Hälfte von den Ozeanen und der terrestrischen Biomasse absorbiert wird. Eine Studie aus dem Jahr 2016, die sich auf Isotopenanalysen von Kohlenstoff in Sedimentkarbonaten aus dieser Zeit stützt, legt nahe, dass es etwa 4000 Jahre gedauert hat, diesen überschüssigen Kohlenstoff abzubauen. Aber wie lange wird die Erde bei der derzeitigen Emissionsrate brauchen, um unseren Kohlenstoffüberschuss abzubauen? Zweifellos wird dies ein Problem für die Zukunft der Menschheit sein, aber es wird nur sehr geringe Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung der Erde haben. Im schlimmsten Fall wird es nicht das Ende der Welt sein. Es wird das Ende unserer Welt sein. Die klimatische Abkühlung, die im Känozoikum begann und durch die Aufnahme von Stickstoff aus der Atmosphäre durch Bodenbakterien verursacht wurde, wird sich fortsetzen. Daher ist es schwierig, in den nächsten 100 bis 200 Millionen Jahren eine signifikante globale Erwärmung zu erwarten. Die Klimaerwärmung, die nach der Eiszeit vor 10.000 Jahren einsetzte, ist höchstwahrscheinlich vorübergehend und hängt mit Schwankungen der magnetischen Aktivität der Sonne und einer leichten Bahnverschiebung zusammen, die die Erde während des borealen Sommers näher an die Sonne brachte. Paläotemperaturmessungen an Überresten von planktonischen Foraminiferen in der Sargasso-See aus den letzten 3000 Jahren bestätigen, dass der aktuelle lokale Anstieg der Durchschnittstemperaturen vor dem Hintergrund einer allgemeinen Klimaabkühlung stattfindet. Es ist interessant festzustellen, dass die Erde vor etwa 100 Millionen Jahren keine Eiskappen hatte und die Durchschnittstemperaturen bei etwa 17 Grad Celsius lagen, während sie jetzt auf 15 Grad Celsius gesunken sind. Dieser leichte Temperaturrückgang führte in der Mitte des Känozoikums zum Beginn einer neuen Eiszeit mit der Bildung von Eis auf der Antarktis, gefolgt von periodischen Vergletscherungen auf den Kontinenten Nordamerika, Europa und Asien während des Quartärs. Laut Expertenhypothesen über die allmähliche Eliminierung von Stickstoff aus der Erdatmosphäre
und seine Verankerung in der Erdkruste sowie über den organischen Stickstoffgehalt der Niederschläge dürfte sich die langsame Abkühlung des Klimas in Zukunft fortsetzen, trotz einer Zunahme der Sonnenaktivität. Diese allmähliche Abkühlung wird schließlich zu einem neuen Gleichgewichtszustand mit einem kühleren Klima führen. Dieses neue Klimaniveau, das durch den Stoffwechsel der stickstoffabbauenden Mikroorganismen beeinflusst wird, ist jedoch möglicherweise nicht sehr förderlich für das Gedeihen komplexer Lebensformen auf der Erde. Wenn die neue Eiszeit in der nördlichen Hemisphäre eintritt, könnte sie also besonders schwerwiegend sein. Auf absehbare Zeit ist der wichtigste Faktor, der das Aussehen der Kontinente der Erde bestimmt, das Eis. Hunderttausende von Jahren lang hing die Tiefe der Ozeane stark von der Gesamtmenge des gefrorenen Wassers auf der Erde ab, einschließlich der Eiskappen der Berge, Gletscher und kontinentalen Eisschilde. Die Gleichung ist einfach. Je größer das Volumen des gefrorenen Wassers auf der Erde ist, desto niedriger ist der Wasserspiegel im Ozean. Die Vergangenheit ist der Schlüssel zur Vorhersage der Zukunft. Aber woher wissen wir, wie tief die alten Ozeane waren? Satellitenbeobachtungen des Meeresspiegels sind zwar unglaublich genau, aber nur auf die letzten 2 Jahrzehnte beschränkt. Pegelmessungen des Meeresspiegels sind zwar weniger genau und unterliegen lokalen Schwankungen, wurden aber in den letzten 1,5 Jahrhunderten gesammelt. Küstengeologen nutzen die Kartierung von Ortsmerkmalen, um Küstengebiete zu untersuchen. Sie untersuchen zum Beispiel alte Küstenlinien wie erhöhte Küstenterrassen, die durch küstennahe marine Sedimentablagerungen identifiziert werden können, die Zehntausende von Jahren zurückliegen. Diese erhöhten Bereiche können auf vergangene Perioden mit steigendem Meeresspiegel hinweisen. Die relativen Positionen fossiler Korallen, die typischerweise auf der flachen, sonnenerwärmten Meeresplattform wachsen, könnten unsere Geschichte vergangener Ereignisse erweitern. Aber diese Aufzeichnungen werden sich ändern, da diese geologischen Formationen steigen, sinken und sporadisch kippen. Ein weniger offensichtlicher Indikator für den Meeresspiegel hat die Aufmerksamkeit vieler Experten auf sich gezogen. Die Veränderungen des Sauerstoffisotopenverhältnisses in den kleinen Schalen von Meeresmollusken. Dank ihrer Fähigkeit, auf Temperaturveränderungen zu reagieren, liefern Sauerstoffisotope den Schlüssel zur Entschlüsselung der Menge der Landeisbedeckung in der Vergangenheit und damit auch der Veränderungen des Wasserspiegels im alten Ozean. Die Beziehung zwischen der Eismenge und den Sauerstoffisotopen ist jedoch kompliziert. Das am häufigsten vorkommende Sauerstoffisotop, das 99,8% des Sauerstoffs in der Atemluft ausmacht, ist der leichte Sauerstoff 16 mit 8 Protonen und 8 Neutronen. Ein Sauerstoffatom von 500 ist schwerer Sauerstoff 18, 8 Protonen und 10 Neutronen. Das bedeutet, dass eines von 500 Wassermolekülen im Ozean schwerer als normal ist. Wenn der Ozean durch die Sonneneinstrahlung aufgeheizt wird, verdampft Wasser mit den leichteren Isotopen von Sauerstoff 16 schneller als Sauerstoff 18, sodass das Wasser in den Wolken der niedrigen Breitengrade leichter ist als im Ozean selbst. Wenn sich die Wolken unweigerlich polwärts bewegen, wird der Sauerstoff in den Wassermolekülen, aus denen sie bestehen, viel leichter als im Meerwasser. Wenn der Niederschlag auf polare Gletscher und Eisschilde fällt, verfestigen sich die leichteren Isotope im Eis und das Meerwasser wird noch schwerer. In Zeiten starker globaler Abkühlung, wenn mehr als 5% des Wassers der Erde zu Eis werden, ist das Meerwasser besonders stark mit 18 schwerem Sauerstoff gesättigt. In Zeiten der globalen Erwärmung und des Rückzugs der Gletscher sinkt der Gehalt an 18 Sauerstoff im Meerwasser. Daher können sorgfältige Messungen des Sauerstoffisotopenverhältnisses in Küstensedimenten rückblickend Aufschluss über Veränderungen des Oberflächeneises geben. Genau damit beschäftigt sich ein Geologenteam der Rutgers University schon seit Jahrzehnten und untersucht die dicken Schichten von Meeressedimenten, die die Küste von New Jersey bedecken.
Diese Ablagerungen, die von der geologischen Geschichte der letzten 100.000 Jahre zeugen, sind mit den Schalen mikroskopisch kleiner fossiler Organismen namens Foraminiferen durchtränkt. Jede winzige Foraminifere speichert in ihrer Zusammensetzung Sauerstoffisotope im gleichen Verhältnis, wie es der Ozean tat, als der Organismus aufwuchs. Die schichtweise Messung der Sauerstoffisotope in den Küstensedimenten von New Jersey ist ein einfaches und genaues Mittel, um die Menge des Eises in einem bestimmten Zeitraum zu bestimmen. In der jüngeren geologischen Vergangenheit wechselte die Eisbedeckung zwischen Schrumpfung und Ausdehnung ab, begleitet von großen Schwankungen, die alle paar tausend Jahre dem Meeresspiegel entsprechen. Auf dem Höhepunkt der Eiszeiten verwandelten sich mehr als 5% des Wasservolumens unseres Planeten in Eis und der Meeresspiegel sank im Vergleich zu heute um etwa 100 Meter. Man geht davon aus, dass sich vor etwa 20.000 Jahren während einer dieser Niedrigwasserperioden eine Landenge über die Beringstraße zwischen Asien und Nordamerika bildete. Über diese Brücke wanderten die Menschen und andere Säugetiere in die neue Welt. Zur gleichen Zeit gab es den Ärmelkanal nicht und ein Trockental erstreckte sich zwischen den britischen Inseln und Frankreich. In Zeiten der Erwärmung, als die Gletscher praktisch verschwanden und die Schneekappen auf den Berggipfeln dünner wurden, stieg der Meeresspiegel um etwa 100 Meter an und überschwemmte Hunderttausende von Quadratkilometern Küstengebiet auf dem ganzen Planeten. Forscherinnen und Forscher haben mehr als 100 Zyklen von Gletschervorstoß und Rückzug in den letzten 9 Millionen Jahren berechnet, von denen mindestens ein Dutzend in der letzten Million aufgetreten sind, wobei die Spannweite dieser frenetischen Schwankungen des Meeresspiegels bis zu 180 Meter beträgt. Diese Zyklen unterscheiden sich zwar geringfügig voneinander, aber die Ereignisse treten mit offensichtlicher Regelmäßigkeit auf und werden mit den sogenannten Milankovitch-Zyklen in Verbindung gebracht, die nach dem serbischen Astronomen und Geophysiker Milutin Milankovitch benannt sind, der sie vor etwa einem Jahrhundert entdeckte. Er entdeckte, dass bekannte Veränderungen der Parameter der Erdbewegung um die Sonne, einschließlich der Neigung der Erdachse, der Exzentrizität ihrer elliptischen Umlaufbahn und einer leichten Schwankung ihrer eigenen Rotationsachse, periodische Veränderungen des Klimas in Abständen von 20.000 bis 100.000 Jahren verursachen. Diese Veränderungen beeinflussen den Fluss der Sonnenenergie, die die Erde erreicht. Was steht unserem Planeten in den nächsten 50.000 Jahren bevor? Es besteht kein Zweifel daran, dass der Meeresspiegel weiterhin stark schwanken wird, mit Perioden sinkender und steigender Meeresspiegel. Es ist wahrscheinlich, dass in den nächsten 20.000 Jahren die Eiskappen zunehmen, die Gletscher weiter wachsen und der Meeresspiegel um mindestens 60 Meter sinken wird. Dieses Niveau wurde in den letzten Millionen Jahren mindestens 8-mal beobachtet. Dies wird starke Auswirkungen auf die Küsten der Kontinente haben. Die Ostküste der USA wird sich mehrere Kilometer nach Osten ausdehnen, da der flache Kontinentalhang freigelegt wird. Alle großen Häfen der Ostküste, von Boston bis Miami, werden zu trockenen Hochebenen im Landesinneren. Alaska wird durch eine neue, eisbedeckte Landenge mit Russland verbunden sein. Und die britischen Inseln könnten wieder Teil des europäischen Festlands werden. Die reichhaltigen Fischereien entlang der Kontinentalschelfe werden zu einem festen Bestandteil des Landes. Und selbst wenn der Meeresspiegel sinkt, wird er einige tausend Jahre später wieder ansteigen. Vom Himmel aus gesehen wird sich die Erde in einer Million Jahren nicht so stark verändern. Sicher, die Kontinente werden sich bewegen, aber nicht mehr als 45 bis 60 Kilometer von ihrer jetzigen Position. Die Sonne wird weiterhin scheinen und alle 24 Stunden aufgehen. Und der Mond wird die Erde in etwa einem Monat umkreisen. Aber einige Dinge werden sich ganz grundlegend ändern.
In vielen Teilen der Welt werden unumkehrbare geologische Prozesse die Landschaft verändern. Die verletzlichen Konturen der Meeresküsten werden sich besonders stark verändern. Ein aktiver Unterwasservulkan vor der Südostküste der größten der Hawaii-Inseln hat sich bereits über 3000 Meter aus dem Meeresboden erhoben und wächst jedes Jahr weiter. In 1 Million Jahren wird sich eine neue Insel aus den Wellen des Ozeans erheben, die bereits den Namen Lo'ihi trägt. Gleichzeitig werden die erloschenen Vulkaninseln im Nordwesten, darunter Maui, Oahu und Kauai, unter dem Einfluss von Wind- und Meereswellen schrumpfen. Was die Wellen angeht, so kommen die Forscher zu dem Schluss, dass der aktivste Faktor bei der Veränderung der Geografie der Erde das Vorrücken und Zurückziehen des Ozeans sein wird. Eine Änderung der Geschwindigkeit des Rift-Vulkanismus wird sehr, sehr lange brauchen, um sich auf die Geografie auszuwirken, je nachdem, wie viel Lava mehr oder weniger am Meeresboden erstarrt ist. Der Meeresspiegel kann in Zeiten geringerer vulkanischer Aktivität deutlich sinken, wenn das Gestein am Meeresboden abkühlt und sich absetzt. Wissenschaftler glauben, dass dies der Grund für den starken Rückgang des Meeresspiegels kurz vor dem Aussterben des Mesozoikums war. Das Vorhandensein oder Fehlen großer Binnenmeere wie des Mittelmeers sowie das Zusammenwachsen und Auseinanderbrechen der Kontinente führen zu erheblichen Veränderungen in der Größe der Küstenschelfgebiete. Wenn wir uns die Welt in ein paar hundert Millionen Jahren vorstellen wollen, müssen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, um die Zukunft zu verstehen. Globale tektonische Prozesse werden auch weiterhin eine wichtige Rolle dabei spielen, das Gesicht unseres Planeten zu verändern. Heute sind die Kontinente voneinander getrennt. Riesige Ozeane trennen Amerika, Eurasien, Afrika, Australien und die Antarktis voneinander. Aber diese riesigen Landmassen sind in ständiger Bewegung und ihre Geschwindigkeit beträgt etwa 2 bis 5 Zentimeter pro Jahr, das heißt etwa 1500 Kilometer in 60 Millionen Jahren. Wir können die Vektoren dieser Bewegung für jeden Kontinent ziemlich genau bestimmen, indem wir das Alter der Basalte auf dem Meeresboden untersuchen. Basalt in der Nähe von mittelozeanischen Rücken ist recht jung, nicht mehr als ein paar Millionen Jahre alt. Im Gegensatz dazu kann das Alter von Basalt in der Nähe von Kontinentalrändern in Subduktionszonen über 200 Millionen Jahre betragen. Es ist einfach, all diese Altersdaten über die Zusammensetzung des Ozeanbodens zu berücksichtigen, das Band der globalen Tektonik im Laufe der Zeit zurückzuspulen und eine Vorstellung von der geografischen Mobilität der irdischen Kontinente während der letzten 200 Millionen Jahre zu bekommen. Anhand dieser Informationen ist es auch möglich, die Bewegung der Kontinentalplatten 100 Millionen Jahre im Voraus zu prognostizieren. Angesichts der aktuellen Bewegungsbahnen auf unserem Planeten scheint es, dass alle Kontinente auf die nächste Kollision zusteuern. In einer Viertelmilliarde Jahren wird der größte Teil der Landmasse der Erde wieder zu einem riesigen Superkontinent werden. Die genaue Struktur des zukünftigen Superkontinents ist jedoch nach wie vor Gegenstand wissenschaftlicher Kontroversen. Es ist möglich, die aktuellen Bewegungen der Kontinente zu berücksichtigen und ihren Verlauf in den nächsten 10 bis 20 Millionen Jahren vorherzusagen. Der Atlantische Ozean wird sich um mehrere hundert Kilometer ausdehnen, während der Pazifische Ozean um etwa die gleiche Strecke schrumpfen wird. Australien wird sich nach Norden in Richtung Südasien bewegen und die Antarktis wird sich leicht vom Südpol weg in Richtung Südasien bewegen. Afrika wird sich langsam nordwärts über das Mittelmeer bewegen. In ein paar Dutzend Millionen Jahren wird Afrika mit Südeuropa kollidieren, das Mittelmeer verschließen und an der Kollisionsstelle ein Gebirge von der Größe des Himalaya entstehen lassen. Die Weltkarte in 20 Millionen Jahren wird also ein wenig vertraut aussehen. Bei der Modellierung einer Weltkarte in 100 Millionen Jahren
stellen die meisten Forscherinnen und Forscher gemeinsame geografische Merkmale fest. So sind sie sich zum Beispiel einig, dass der Atlantische Ozean die Größe des Pazifischen Ozeans übertreffen und das größte Wasserbecken der Erde werden wird. Nach der Extraversionstheorie wird sich der Atlantische Ozean weiter öffnen und der amerikanische Kontinent wird schließlich mit Asien, Australien und der Antarktis zusammenstoßen. In der Endphase dieses Superkontinent-Zusammenschlusses wird Nordamerika den Pazifischen Ozean im Osten schließen und mit Japan kollidieren. Und Südamerika wird sich im Uhrzeigersinn von Südosten her winden und sich mit dem äquatorialen Teil der Antarktis verbinden. All diese Teile werden auf erstaunliche Weise miteinander verbunden. So wird der neue Superkontinent ein einziger Kontinent sein, der sich von Osten nach Westen entlang des Äquators erstreckt. Das Extraversionsmodell geht davon aus, dass die großen Konvektionszellen im Erdmantel, die sich unter den tektonischen Platten befinden, in ihrer jetzigen Form unverändert bleiben. Der alternative Ansatz, der als Introversion bekannt ist, vertritt dagegen den gegenteiligen Standpunkt und verweist auf vergangene Zyklen der Schließung und Öffnung des Atlantischen Ozeans. Heute sind beide Superkontinente-Theorien, die Extraversion und die Introversion, weiterhin populär. Wie auch immer diese Diskussion ausgeht, alle sind sich einig, dass sich die Geografie der Erde in 250 Millionen Jahren zwar stark verändern wird, aber immer noch die Vergangenheit widerspiegelt. Einigen Simulationen zufolge dürften die Durchschnittstemperaturen auf der Erde in etwa 200 Millionen Jahren leicht unter 12 Grad Celsius fallen. Gleichzeitig wird der globale Meeresspiegel um etwa 200 Meter sinken. In dieser Konstellation werden die Bedingungen für die Entwicklung von komplexem Leben in den niedrigen und mittleren Breitengraden weiterhin sehr günstig sein. Erst nach etwa 400 Millionen Jahren werden die Durchschnittstemperaturen an der Erdoberfläche auf etwa 10 Grad Celsius sinken. Und der Meeresspiegel wird um mehr als 500 Meter gegenüber der heutigen Position sinken. In dieser Situation werden alle Kontinente von Norden bis Süden, selbst in gemäßigten Breiten, von Gletschern bedeckt sein. Und auch die Bergregionen in äquatorialen Breiten werden zugefroren sein. Dieser Kälteeinbruch wird jedoch nicht von Dauer sein. Nach weiteren etwa 200 bis 300 Millionen Jahren dürfte sich ein Gleichgewicht zwischen dem Temperaturrückgang durch den bakteriellen Abbau von Stickstoff in der Atmosphäre und der Zunahme der Leuchtkraft der Sonne einstellen. Die vorübergehende Ansammlung von Kontinenten rund um den Äquator wird die Auswirkungen von Eiszeiten und die Veränderungen des Meeresspiegels abmildern. Wo Kontinente aufeinanderprallen, werden sich Gebirgszüge erheben. Klima und Vegetation werden sich verändern und der Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre wird schwanken. Diese Veränderungen werden sich im Laufe der Erdgeschichte wiederholen. Ein Gammastrahlenausbruch oder eine riesige Supernova tritt weniger als 6500 Lichtjahre von der Erde entfernt, innerhalb von 500 bis 600 Millionen Jahren auf. Gammastrahlenausbrüche sind rätselhafte Phänomene, die die intensivsten und energiereichsten Explosionen im Universum zu sein scheinen. Und Astronomen nehmen an, dass sie mit extrem starken Supernovae zusammenhängen. Glücklicherweise haben wir bisher noch keinen Gammastrahlenausbruch beobachtet, der nahe genug an uns vorbeigekommen ist, um das Geschehen vollständig zu verstehen. Bislang wurden Gammastrahlenausbrüche nur in anderen Galaxien entdeckt. Aber wenn sich ein solches Ereignis in kosmologischer Nähe ereignen würde, und das wird in etwa 500 Millionen Jahren der Fall sein, weniger als 6500 Lichtjahre von der Erde entfernt, könnte es zu einem Massenaussterben führen. Ein Gammastrahlenausbruch in unsere Richtung, der nur 10 Sekunden dauert, könnte mindestens die Hälfte der Ozonschicht der Erde zerstören.
Ein großflächiger Ozonabbau könnte verheerende Folgen für die Nahrungsketten haben und zum Aussterben vieler Arten führen. Ein Gammastrahlenausbruch würde die Lebensformen auf der Erdoberfläche und in den oberen Schichten der Ozeane vernichten, die derzeit unsere Atmosphäre mit erheblichen Mengen an Sauerstoff versorgen. Es stellt sich heraus, dass Gammastrahlen auch den in der Atmosphäre vorhandenen Sauerstoff und Stickstoff zersetzen. Diese Gase würden sich in Stickstoffdioxid umwandeln, besser bekannt als Smog. Dieser würde die Sonne über stark verschmutzten Gebieten einhüllen. Wenn dieser Smog die ganze Erde bedecken würde, würde er das Sonnenlicht blockieren und eine globale Eiszeit auslösen. Aufgrund der Gezeitenkräfte hat sich der Mond mehr als 20.000 Kilometer von der Erde entfernt. Selbst unter den günstigsten Bedingungen kann die Mondscheibe die der Sonne nicht mehr vollständig bedecken. In 600 Millionen Jahren werden alle Finsternisse ringförmig sein. Das Schicksal der Erde ist eng mit dem der Sonne verknüpft, die wie andere Sterne nicht ewig leuchten kann. 50 Millionen Jahre nach der Entstehung der Sonne wurde unser Stern zu einem Hauptreihenstern. Seitdem hat seine Leuchtkraft fast linear zugenommen. Alle 110 Millionen Jahre um etwa 1%. In den nächsten 600 Millionen Jahren wird sich unsere Sonne allmählich umwandeln und sowohl die Helligkeit als auch die Wärme zunehmen. Diese Zunahme der Leuchtkraft der Sonne wird erhebliche Auswirkungen auf unseren Planeten haben, da mehr Sonnenstrahlung auf die Erde trifft. Diese Zunahme wird sich auf die Silikatmineralien auf dem Planeten auswirken und zu einer verstärkten Verwitterung dieser Mineralien führen. Dies wiederum wirkt sich auf den Carbonat-Silikat-Zyklus aus, einen geochemischen Prozess, bei dem es um die Wechselwirkung zwischen Carbonat und Silikat geht. Durch die verstärkte Verwitterung des Oberflächengesteins wird Kohlendioxid in Form von Carbonat im Boden gebunden. Wenn Wasser von der Erdoberfläche verdunstet, verhärtet sich das Gestein, was zu einer Verlangsamung der Plattentektonik führt, die schließlich zum Stillstand kommt, wenn die Ozeane vollständig verdunsten. Da weniger Vulkanismus den Kohlenstoff in die Erdatmosphäre zurückführt, sinkt der Kohlendioxidgehalt. Seit Hunderten von Millionen Jahren erlebt die Erde eine intensive Kälteperiode mit einer durchschnittlichen Oberflächentemperatur von etwa 10 Grad Celsius. Doch jetzt führt die zunehmende Helligkeit der Sonne zu einem Temperaturanstieg auf der Erde und damit zu einer Reihe von Problemen. Die ersten Anzeichen von Problemen werden in 600 Millionen Jahren auftreten. Aber erst, wenn die Durchschnittstemperatur 47 Grad Celsius erreicht, wenn die Sonnenhelligkeit 10% höher ist als heute, in 1,1 Milliarden Jahren, wird die Situation kritisch. Ab diesem Zeitpunkt wird die Erde nach und nach Wasser verlieren, was dazu führt, dass sich ihre Atmosphäre verändert und durch die massive Verdunstung von Oberflächenwasser zu einem feuchten Treibhaus wird. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Wassermenge in der Stratosphäre ansteigen. Diese Wassermoleküle werden durch die ultraviolette Strahlung der Sonne durch den Prozess der Photodissoziation aufgespalten. Infolgedessen wird Wasserstoff aus der Atmosphäre entweichen. Die Hauptfolge dürfte das Verschwinden der Ozeane in etwa 1,1 Milliarden Jahren sein. Der Wasserdampf, der in der Stratosphäre aufsteigt, wird chemisch zersetzt und in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Das ist der Zeitpunkt, an dem große Veränderungen stattfinden werden. Höhere Temperaturen werden dazu führen, dass die Ozeane mehr Kohlendioxid aufnehmen. Ein Gas, das für die Pflanzen lebenswichtig ist. Durch diese Absorption sinkt die Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre, was zu einem Ungleichgewicht im Lebenszyklus der Pflanzen führt. Man schätzt, dass der Planet noch 600 Millionen Jahre lang in der Lage sein wird, hochorganisiertes Leben zu beherbergen, da aktuelle Prognosen darauf hindeuten,
dass die zunehmende Leuchtkraft der Sonne nach diesem Zeitraum einen erheblichen Einfluss auf die Biosphäre haben wird. Das sich abzeichnende Szenario ist daher besorgniserregend, denn die Erde wird nicht nur ihr kostbares Wasser, sondern auch die für die Entwicklung der Pflanzen lebenswichtigen Gase nach und nach verlieren. Zusammen bedrohen diese Elemente das empfindliche Gleichgewicht unseres Ökosystems. Die für die Zukunft prognostizierten hohen Temperaturen würden dazu führen, dass die Ozeane mehr Kohlendioxid aufnehmen, was die für das Pflanzenleben wichtigen biologischen Prozesse stören und die mit dem Wasserverlust und der Verschlechterung unserer Atmosphäre verbundenen Probleme beschleunigen würde. Wir nähern uns der Kompensationsgrenze des Kohlendioxids auf der Erde, einem kritischen Punkt, an dem das Gleichgewicht zwischen Kohlendioxid und Sauerstoff für die Photosynthese nicht mehr tragbar ist. In etwa 600 Millionen Jahren wird der Kohlendioxidgehalt niedriger sein als der, der für die Aufrechterhaltung der C3-Kohlenstoffbindung durch Photosynthese der Bäume erforderlich ist. Einige Pflanzen, die C4-Kohlenstoff fixieren, können Kohlendioxidkonzentrationen von nur 10 ppm überleben. Derzeit nutzen 99% der Pflanzen die C3-Photosynthese. Ihre Fähigkeit, Sonnenlicht in Energie umzuwandeln, nimmt allmählich ab, was zu einem allgemeinen Rückgang der Pflanzenbiomasse führt. Wenn der CO2-Gehalt in der Atmosphäre sinkt, wird das Überleben von embryophytischen Pflanzen schwierig, da sie eine Mindestkonzentration von etwa 10 ppm atmosphärischem CO2 benötigen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Evolution der Lebewesen eine gewisse Anzahl von Organismen in die Lage versetzt, sich an diese Bedingungen anzupassen, indem sie einen effizienteren Mechanismus zur photosynthetischen Kohlenstoffgewinnung nutzen. Wenn der CO2-Gehalt unter diesen Wert fällt, beginnen komplexe Pflanzen abzusterben, was zu einem Rückgang der Sauerstoffproduktion führt. Dieser Rückgang führt in Verbindung mit dem fortgesetzten Verbrauch durch Biota und der Oxidation von Kerogen, dem organischen Kohlenstoff in Sedimentgestein, zu einem allmählichen Rückgang des atmosphärischen Sauerstoffs, bis er innerhalb weniger Millionen Jahre Null erreicht. Forscherinnen und Forscher schätzen, dass Pflanzen, die den C3-Photosyntheseprozess zur Bindung von atmosphärischem Kohlendioxid nutzen, in 600 Millionen Jahren und C4-Pflanzen in spätestens 840 Millionen Jahren verschwinden werden, weil das Kohlendioxid aus der Atmosphäre verschwindet. Dieses massive Verschwinden der Pflanzen hätte verheerende Folgen für alle Lebewesen, wie wir sie heute kennen. Pflanzen stehen an der Basis der Nahrungskette und liefern Nahrung und Energie für Pflanzenfresser. Ihr Rückgang bedeutet weniger Nahrungsressourcen für Pflanzenfresser, was wiederum negative Folgen für sie hat. Ihre Populationen gehen zurück und stören das Gleichgewicht der Ökosysteme. Ohne Pflanzen, die durch Photosynthese Sauerstoff produzieren, wären die Tiere in einer katastrophalen Situation. Große endotherme Tiere, wie Säugetiere und Vögel, würden aufgrund ihres höheren Sauerstoffbedarfs im Vergleich zu den kleineren endothermen und ektothermen Tieren wahrscheinlich als erste verschwinden. Wenn der atmosphärische Sauerstoffgehalt sinkt und die Temperaturen steigen, werden die Säugetiere der Plazenta besonders gefährdet sein. Sie haben nicht nur einen höheren Sauerstoffbedarf als nicht-plazentare Säugetiere, sondern auch die Embryonalentwicklung reagiert sehr empfindlich auf übermäßige Hitze. Große, pflanzenfressende Säugetiere würden unter den schwindenden Nahrungsressourcen leiden, da die Verfügbarkeit von Pflanzen abnimmt. Kleine Säugetiere wären aufgrund ihres geringeren Sauerstoffbedarfs und ihres Verhältnisses von Oberfläche zu Volumen, das die Wärmeabfuhr erleichtert, etwas weniger betroffen. Muttertiere haben eine höhere Körpertemperatur als Beuteltiere und Einhufer,
weshalb sie möglicherweise empfindlicher auf steigende Temperaturen reagieren. Vögel sind möglicherweise besser an das Überleben angepasst als größere Säugetiere, da sie aufgrund ihrer geringeren Größe weniger Sauerstoff benötigen. Außerdem wären vor allem Zugvögel besser gerüstet als Tiere ähnlicher Größe, da sie auf der Suche nach kühleren Zufluchtsorten weite Strecken zurücklegen können. Allerdings würde die Zahl dieser Zufluchtsorte abnehmen, wenn die Temperaturen weiter steigen. Diese Zufluchtsorte würden sich wahrscheinlich auch in höheren Lagen befinden, wo weniger Landfläche zur Verfügung steht, was die Populationsgröße begrenzt, wenn die Arten in höhere Lagen wandern. Ektotherme Wirbeltiere wie Fische, Amphibien und Reptilien könnten in diesem Szenario dank ihrer besseren Hitzetoleranz und ihres allgemein geringeren Sauerstoffbedarfs länger überleben als endotherme Tiere. Durch die geringere Wasserverfügbarkeit wären jedoch einige Amphibienarten in einer solchen Umgebung stärker gefährdet. Auch Fischarten wären gefährdet, obwohl die rasche Verdunstung aus den Ozeanen in diesem Stadium nicht eintreten würde. Meeresarten könnten aufgrund des größeren Volumens des Meerwassers im Vergleich zum Süßwasser eine bessere Überlebensfähigkeit haben als Süßwasserarten. Bei ektothermen Tieren beeinflusst die Umgebungstemperatur ihre Stoffwechselrate. Ein Anstieg der Umgebungstemperatur würde zu einem Anstieg der Stoffwechselrate und damit zu einem höheren Nahrungsbedarf führen. Infolgedessen könnten überlebende Arten dem Hungertod ausgesetzt sein. Reptilienarten, deren Geschlechtsbestimmung von der Temperatur abhängt, würden empfindlicher auf steigende Temperaturen reagieren. Wirbellose Tiere könnten die letzten Tiere auf der Erde sein, bevor alle Tierarten verschwinden. Einige Insekten, wie zum Beispiel Käfer, können Temperaturen von bis zu 56 Grad Celsius überleben. Aufgrund der regulierenden Wirkung der Wassertemperatur wäre das Leben auf dem Land zunächst stärker gefährdet als das Leben im Meer. Der Verlust der Landvegetation würde jedoch zu einer Verringerung der Nährstoffe führen, die in die Ozeane gelangen. Isolierte Gemeinschaften in marinen Ökosystemen, wie zum Beispiel Tierpopulationen, die in der Nähe von Vulkanschloten leben, würden wahrscheinlich länger überleben. Abhängig von der Halbwertszeit des Sauerstoffs in der Atmosphäre könnte das tierische Leben bis zu 100 Millionen Jahre nach dem Verschwinden der Pflanzen überleben. Einige Cyanobakterien und das Phytoplankton könnten ohne Pflanzen überleben, da sie einen Kohlendioxidgehalt von nur einem Teil pro Million tolerieren können. Sie können so lange überleben, bis die Atmosphäre zu wenig Kohlendioxid enthält, um irgendeine Form der Photosynthese zu ermöglichen. In einer Studie haben Forscherinnen und Forscher behauptet, dass eine bestimmte Form von tierischem Leben auch dann noch existieren könnte, wenn der Großteil des pflanzlichen Lebens auf der Erde verschwunden ist. Anhand von Fossilien aus dem Burgess Shale in British Columbia, Kanada, untersuchten sie das Klima der kambrischen Explosion und nutzten es, um das zukünftige Klima vorherzusagen, wenn die globalen Temperaturen aufgrund einer sich erwärmenden Sonne und eines sinkenden Sauerstoffgehalts steigen würden, was letztendlich zum Aussterben des tierischen Lebens führen würde. Zunächst gingen sie davon aus, dass einige Insekten, Eidechsen, Vögel und kleine Säugetiere sowie Meereslebewesen überleben würden. Ohne eine kontinuierliche Sauerstoffzufuhr durch die Pflanzenwelt würden die Tiere jedoch wahrscheinlich ersticken, schätzten sie. Selbst wenn dank der fortbestehenden Photosynthese genügend Sauerstoff in der Atmosphäre verbleiben würde, würden die stetig steigenden globalen Temperaturen zu einem fortschreitenden Verlust der Artenvielfalt führen. Wenn die Temperaturen weiter steigen, werden die letzten Tiere gezwungen sein, in die Polarregionen oder sogar in den Untergrund zu ziehen. Sie wären vor allem während der Polarnacht aktiv und würden während der Polartage wegen der großen Hitze in den Winterschlaf fallen.
Ein Großteil der Erdoberfläche würde zu einer trockenen Wüste werden. Und das Leben würde sich hauptsächlich in den Ozeanen konzentrieren. Durch den Rückgang des Eintrags organischer Stoffe vom Land und die Verringerung des gelösten Sauerstoffs würde jedoch auch das Leben in den Meeren verschwinden, und zwar nach einem ähnlichen Muster wie auf der Landoberfläche. Dieser Prozess würde mit dem Verlust von Süßwasserarten beginnen und mit wirbellosen Tieren enden, vor allem mit solchen, die nicht von lebenden Pflanzen abhängig sind, wie Termiten, oder mit solchen, die in der Nähe von hydrothermalen Quellen vorkommen, wie die Würmer der Gattung Rhyphtia. Ohne CO2 kann die Photosynthese nicht mehr stattfinden. Ohne pflanzliches Leben, das den Sauerstoff wieder in die Atmosphäre zurückführt, verschwinden der freie Sauerstoff und die Ozonschicht aus der Atmosphäre, sodass intensives, tödliches UV-Licht die Oberfläche erreichen kann. Als Folge dieser Prozesse könnten mehrzellige Lebensformen in etwa 800 Millionen Jahren und Eukaryoten in 1,3 Milliarden Jahren aussterben, sodass nur noch Prokaryoten übrig bleiben. Um den Energiebedarf der Sonne zu decken, wandeln die Kernfusionsreaktionen in ihrem Kern jede Sekunde etwa 500 Tonnen Wasserstoff in Helium um. Der Haupteffekt dieser Alchemie ist eine fortschreitende Verringerung der Teilchenzahl, da 4 Wasserstoffkerne benötigt werden, um einen Heliumkern zu erhalten. Je geringer die Teilchendichte ist, desto stärker wird der Kern durch die Schwerkraft komprimiert. Desto höher ist die Temperatur, desto höher ist die Effizienz der Fusionszyklen und desto mehr Energie setzt die Sonne frei. Deshalb nimmt die Leuchtkraft der Sonne im Laufe der Zeit zu. Dank eines effektiven Treibhauseffekts hat die Erde eine stabile Temperatur beibehalten, abgesehen von einigen Eiszeiten, die die Entwicklung von Leben auf ihrer Oberfläche ermöglicht haben. Seit Hunderten von Millionen Jahren hat sich die Masse der Ozeane auf der Erde nicht nennenswert verändert, weil sich die Wasserzuflüsse und Abflüsse im Erdmantel nahezu im Gleichgewicht befinden. Um das Wasser auf unserem Planeten in flüssigem Zustand zu halten, muss ein Gleichgewicht zwischen der absorbierten und der emittierten Sonnenenergie hergestellt werden, damit wir eine angemessene Temperatur aufrechterhalten können. Dieses Gleichgewicht ist entscheidend für das Überleben des Lebens, wie wir es kennen. Wenn die Menge der Treibhausgase in der Erdatmosphäre zunimmt, wie es derzeit der Fall ist, entsteht ein neues Energiegleichgewicht, bei dem der Treibhauseffekt eine zusätzliche Decke erzeugt, die die Oberfläche erwärmt. Die Erde verfügt über einen integrierten Regelungsmechanismus, den Carbonat-Silikat-Zyklus, der die Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre kontrolliert, um ein stabiles Klima zu erhalten. Leider funktioniert dieser Zyklus auf einer Zeitskala von etwa 1 Million Jahren, was ihn zu langsam macht, um eine wirksame Lösung für das aktuelle Problem der globalen Erwärmung zu sein, mit dem wir Menschen konfrontiert sind. Selbst in der derzeitigen, ruhigen Phase der Wasserstoffverbrennung steigt die Temperatur der Sonne unaufhaltsam an. Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, ganz am Anfang, betrug ihre Leuchtkraft 70% des heutigen Wertes. Zum Zeitpunkt des großen Sauerstoffereignisses vor etwa 2,4 Milliarden Jahren hatte ihre Helligkeit bereits 85% des heutigen Wertes erreicht. In den nächsten Milliarden Jahren wird die Sonne weiterhin Kernenergie erzeugen, indem sie Wasserstoff in Helium umwandelt. Das tun fast alle Sterne die meiste Zeit über. Wenn die Sonne in ihrem Kern Wasserstoff in Helium umwandelt, nimmt das durchschnittliche Molekulargewicht zu, was zu einem Anstieg der Kerntemperatur und der Geschwindigkeit der Fusionsreaktion führt, die als Proton-Proton-Kette bekannt ist. Dies führt allmählich zu einem Anstieg der Energiefreisetzung des Sterns. Infolgedessen wird die Sonne noch heller leuchten. Wenn die Menge der eintreffenden Energie zunimmt, kann sie auch zur globalen Erwärmung beitragen. Genau das passiert, wenn die Helligkeit der Sonne allmählich zunimmt,
Obwohl das Klima der Erde aufgrund der Jahreszeiten, Veränderungen in der Zusammensetzung der Atmosphäre, zum Beispiel durch die Zugabe von vom Menschen verursachten Treibhausgasen, und Faktoren wie Vulkanstaub und Milankovitch-Zyklen kurzfristigen Schwankungen unterworfen sein kann, erwärmt sich die Erdoberfläche aufgrund der zunehmenden Sonnenhelligkeit langsam, aber stetig. Im Laufe der Zeit, vielleicht sogar über mehrere hundert Millionen Jahre, kann die Rückkopplung der Erde diesen Effekt abschwächen. Je größer die thermische Energie, desto intensiver ist die Verdunstung und damit die Zunahme der Wolkenbedeckung, die dazu beiträgt, dass das meiste Sonnenlicht zurück ins All reflektiert wird. Erhöhte Wärmeenergie bedeutet eine schnellere Verwitterung von Gestein, eine stärkere Absorption von Kohlendioxid und eine geringere Menge an Treibhausgasen. Die negativen Rückkopplungen werden also die lebenserhaltenden Bedingungen auf der Erde lange genug aufrechterhalten. Irgendwann wird die Erdatmosphäre eine Schwelle erreichen, an der sie nicht mehr in der Lage ist, ein stabiles Energiegleichgewicht aufrechtzuerhalten, was zu einer Verstärkung des Treibhauseffekts führt. Dieses Phänomen wird oft mit einem durchdrehenden Treibhaus verglichen, das durch eine positive Rückkopplung gekennzeichnet ist. Wenn sich die Oberfläche des Planeten erwärmt, nimmt die Wasserverdunstung aus der Atmosphäre zu. Wasserdampf ist ein starkes Treibhausgas, das den Treibhauseffekt verstärkt und die Oberfläche des Planeten weiter erwärmt. Mehrere Millionen Jahre lang kann zelluläres Leben unter solchen Bedingungen überleben. Der kritische Moment wird jedoch unweigerlich kommen, wenn der Treibhauseffekt unkontrollierbar wird und die Erdoberfläche so stark erwärmt, dass die Ozeane vollständig verdampfen. Trotz der erhöhten Menge an Wasserdampf in der Nähe der Erdoberfläche wird es keinen flüssigen Ozean mehr geben. Danach wird es nur noch ein paar hundert Millionen Jahre dauern, bis die Ozeane verdampft sind und die Atmosphäre sich in einen endlosen Pool aus Wasserdampf verwandelt hat. Wenn ultraviolettes Licht mit atmosphärischem Gas interagiert, kann es dazu führen, dass sich das Gas weiter aufheizt, was bedeutet, dass mehr Wärme auf atmosphärisches Wasser übertragen wird, wenn es mit extremen ultraviolettem Licht interagiert. Infolgedessen absorbiert das Wasser mehr Energie und erwärmt sich schneller. Dies führt zu einem Anstieg der Wasserverdunstung und damit zu einem schnelleren Verlust von Wasser auf der Erdoberfläche. Eine andere Möglichkeit, dies zu erklären, ist das Konzept der bewohnbaren Zone, das sich auf den Orbitalbereich um einen Stern bezieht, in dem ein Planet flüssiges Wasser erhalten kann, sofern er eine geeignete Atmosphäre hat. Gegenwärtig liegt der innere Rand der bewohnbaren Zone der Sonne bei etwa 95% der Entfernung zwischen der Erde und der Sonne. Unser Planet wird dann völlig ohne Leben sein. Aber die eigentliche Apokalypse kommt erst später. Wenn die Leuchtkraft der Sonne zunimmt, wird sich der innere Rand der bewohnbaren Zone immer weiter nach außen bewegen. Es ist schwer zu sagen, wann der innere Rand der bewohnbaren Zone die Erdumlaufbahn erreichen wird. Aber man schätzt, dass es noch etwa 1 Milliarde Jahre dauern wird. Einige Extremophile werden vielleicht noch in Refugien in höheren Breitengraden oder tief unter der Erde leben. Aber das werden nur flüchtige Überbleibsel einer einst üppigen Biosphäre sein. Eine Situation, die an die attraktive Symmetrie der Anfänge des Lebens auf der Erde erinnern könnte. Höchstwahrscheinlich wird die Erde dem Schicksal der Venus folgen und eine heiße, karge Welt werden. Da sich die bewohnbare Zone unserer Sonne in Richtung des äußeren Sonnensystems verschoben hat, befindet sich der Mars jetzt in dieser Zone. Es ist möglich, dass die Oberflächentemperatur des Mars allmählich ansteigen wird. Kohlendioxid und Wasser, die derzeit unter dem Marsboden gefroren sind, werden in die Atmosphäre freigesetzt und erzeugen einen Treibhauseffekt. Dadurch wird sich der Planet erwärmen, bis er Bedingungen erreicht, die mit denen auf der Erde vergleichbar sind und möglicherweise eine neue Insel für Leben bieten. Laut Computermodellen scheint die Anwesenheit des Mondes die Schieflage der Erde zu stabilisieren,
und so dramatische Klimaveränderungen zu vermeiden. Diese Stabilität ist darauf zurückzuführen, dass der Mond die Präzessionsbewegung der Rotationsachse der Erde beschleunigt und so Resonanzen zwischen der Präzession der Rotation und der Präzession der Bahnebene des Planeten verhindert. Die durch den Mond verursachte Gezeitenbeschleunigung verlangsamt die Erdrotation und vergrößert den Abstand zwischen Erde und Mond. Wenn die Halbachse der Mondumlaufbahn weiter zunimmt, wird dieser stabilisierende Effekt abnehmen. Irgendwann werden die Störungen wahrscheinlich zu chaotischen Schwankungen in der Schiefe der Erde führen. Und die Kippachse könnte sich bis zu einem Winkel von 90 Grad zur Bahnebene neigen. Man schätzt, dass dies vor 1,5 bis 4,5 Milliarden Jahren geschah. Eine starke Schieflage würde wahrscheinlich zu dramatischen Klimaveränderungen führen und könnte die Bewohnbarkeit des Planeten gefährden. Wenn die Achsenneigung der Erde 54 Grad überschreitet, ist die jährliche Sonneneinstrahlung am Äquator geringer als an den Polen. Es ist möglich, dass der Planet eine Schieflage von 60 Grad bis 90 Grad über einen Zeitraum von bis zu 10 Millionen Jahren beibehält. Die wahrscheinliche Folge ist, dass die Verdunstung der Ozeane, die Plattentektonik und der gesamte Kohlenstoffkreislauf zum Erliegen kommen werden. Dies könnte in etwa 2 bis 3 Milliarden Jahren geschehen, wenn der Magnetdynamo des Planeten nicht mehr funktioniert und die Magnetosphäre zerfällt. Dies würde zu einem beschleunigten Verlust von flüchtigen Elementen aus der äußeren Atmosphäre führen. 2,8 Milliarden Jahre in der Zukunft. Die Oberflächentemperatur der Erde beträgt selbst an den Polen durchschnittlich 147 Grad Celsius. Das Leben reduziert sich auf einzellige Kolonien in isolierten und verstreuten Mikroumgebungen, wie zum Beispiel unterirdischen Höhlen, und stirbt überall sonst aus. Jede Sekunde stößt die Sonne einen Sonnenwind in Richtung unseres Planeten aus, der einem Strom von 1 Million Tonnen Protonen und Elektronen entspricht. Diese Teilchen werden von den Van Allen-Gürteln, dem Magnetfeld der Erde, aufgehalten. Es erstreckt sich über 70.000 Kilometer und hat seinen Ursprung im Eisen-Nickel-Kern der Erde. Der Kern besteht aus einem festen Teil, dem Kern, und einer 2000 Kilometer dicken Flüssigkeitsschicht. Die ununterbrochene Umwälzung der flüssigen Metallschicht führt zur Bildung des Magnetfelds. Zurzeit wächst der Radius des inneren Kerns mit einer durchschnittlichen Rate von etwa 0,5 mm pro Jahr auf Kosten des äußeren Kerns. Praktisch die gesamte Energie, die für den Antrieb des Dynamos benötigt wird, wird vom inneren Kern geliefert. Es wird erwartet, dass der innere Kern innerhalb von 3 Milliarden Jahren den größten Teil, wenn nicht sogar alles, des äußeren Kerns absorbieren wird, sodass ein fast vollständig verfestigter Kern entsteht, der hauptsächlich aus Eisen und anderen schweren Elementen besteht. Die verbleibende flüssige Hülle wird hauptsächlich aus leichteren Elementen bestehen, die sich weniger stark vermischen werden. Die tektonische Plattendynamik wird durch die Übertragung von Wärme aus dem Erdkern auf die Oberfläche erzeugt. Diese Wärmeübertragung findet durch den Erdmantel mittels Konvektion statt, manchmal in Kombination mit Wärmeleitung. Wenn Wärmefahnen die Kruste erreichen, geben sie ihre Wärme ab und werden von neuen, heißen Fahnen nach außen gedrückt. Diese horizontale Bewegung im oberen Erdmantel ist die treibende Kraft hinter der Bewegung der tektonischen Platten. Wenn die Erde jedoch mit der Zeit abkühlt, verfestigt sich der flüssige äußere Kern allmählich. Diese Verfestigung verringert die Konvektion im Erdmantel und schränkt die Kraft ein, mit der die Platten bewegt werden. Irgendwann, nach etwa 3 Milliarden Jahren, wird die Konvektion ganz aufhören und die tektonischen Plattenbewegungen zum Erliegen kommen. Wenn die Plattentektonik irgendwann aufhört, kühlt sich das Erdinnere weniger effizient ab, wodurch sich das Wachstum des inneren Kerns verlangsamt oder sogar zum Stillstand kommt. In beiden Fällen könnte dies zum Verlust des magnetischen Dynamos führen. Ohne einen funktionierenden Dynamo wird sich das Magnetfeld der Erde
in einem geologisch kurzen Zeitraum von etwa 10.000 Jahren rapide abschwächen. Das Verschwinden der Magnetosphäre wird zu einer verstärkten Erosion leichter Elemente, insbesondere von Wasserstoff, aus der Erdatmosphäre in den Weltraum führen und damit Bedingungen schaffen, die dem Leben weniger zuträglich sind. In etwa 4 Milliarden Jahren wird der Temperaturanstieg an der Erdoberfläche einen unkontrollierbaren Treibhauseffekt auslösen, der zu noch extremeren Bedingungen führt als heute auf der Venus. Dadurch wird sich die Atmosphäre aufheizen und die Oberflächentemperaturen werden auf über 500 Grad Celsius ansteigen, hoch genug, um die Oberfläche des Planeten an einigen Stellen zu schmelzen. Dennoch wird ein Großteil der Atmosphäre erhalten bleiben, bis die Sonne in ihre rote Riesenphase eintritt. Zu diesem Zeitpunkt werden die Biosignaturen der Erde verschwinden und durch Signaturen ersetzt, die durch nicht-biologische Prozesse verursacht werden. Von diesem Zeitpunkt an werden alle Spuren der Lebensgeschichte der Erde vollständig ausgelöscht sein. In 4,5 Milliarden Jahren wird durch Wechselwirkungen zwischen der Andromeda-Galaxie M31 und der Milchstraße eine neue Galaxie namens Milkomeda entstehen. Die Andromeda-Galaxie, auch bekannt als M31, ist eine Spiralgalaxie, die bis zu 1000 Milliarden Sterne enthält, verglichen mit 300 bis 400 Milliarden in der Milchstraße. Sie besteht aus Gas und Staub, hat die Form einer abgeflachten Scheibe und enthält eine Ausbuchtung in ihrem Zentrum. Ursprünglich war die Andromeda-Galaxie mit einer Entfernung von 2,55 Millionen Lichtjahren die der Milchstraße am nächsten gelegene. Sie nähert sich der Milchstraße allmählich mit einer Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Sekunde. Das Zusammentreffen der beiden Galaxien scheint auf den ersten Blick kein Schock zu sein. Da sie so weit voneinander entfernt sind, werden die Sterne zunächst aneinander vorbeiziehen, ohne frontal zusammenzustoßen, bevor sie sich auseinander bewegen. Einige Zeit später führt diese scheinbare Choreografie zu einer erneuten Annäherung, diesmal gefolgt von einer starken Wechselwirkung zwischen den beiden Galaxien. Ihre Bahnen werden durch die Anarchie der Gravitationskräfte, die während der gegenseitigen Durchdringung der Galaxien herrschen, stark beeinflusst. Das Ergebnis ist, dass nach 2 Milliarden Jahren ein gigantisches System mit wenig interstellarem Gas entsteht. Eine neue Galaxie, Milkomeda. Im Gegensatz zu ihren beiden Eltern hat diese neue Galaxie eine elliptische Form. Und die Sterne, die sie enthält, sind auf einer Kugel verteilt. Die Milchstraße und M31 gibt es nicht mehr. Diese Kollision wird die Bahnen der Planeten im Sonnensystem nicht stören. Zwar kann die Schwerkraft vorbeiziehender Sterne Planeten im interstellaren Raum ablösen, aber die Abstände zwischen den Sternen sind so groß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Milchstraßen-Andromeda-Kollision ein bestimmtes Sternensystem stört, vernachlässigbar ist. Obwohl das Sonnensystem als Ganzes von diesen Ereignissen betroffen sein könnte, ist es unwahrscheinlich, dass die Sonne und die Planeten gestört werden. Die neue Galaxie erlebt einen neuen Ausbruch von Sternen. Aber da das wenige verbleibende Gas schnell verbraucht wird, kommt die Sternentstehung zum Stillstand und die neue Galaxie verblasst langsam, während ihre neuen Sterne aussterben. In 5 Milliarden Jahren wird die Sonne ihre Hauptreihe verlassen und sich in einen roten Riesen verwandeln, nachdem die Wasserstoffreserven in ihrem Kern aufgebraucht sind. Die Energie, die bei der Fusion der Wasserstoffkerne im Sonnenkern freigesetzt wird, treibt die frenetische Bewegung der lebhaften Teilchen an, die einen starken Druck nach außen ausüben. Diesem Druck ist es zu verdanken, dass die Sonne anschwillt und nicht unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbricht. Bis jetzt wurde dieses Gleichgewicht aufrechterhalten. Aber jetzt, nach 5 Milliarden Jahren, ist das nicht mehr der Fall. Obwohl die Sonne immer noch reich an Wasserstoffkernen ist, gibt es in ihrem Kern praktisch keine mehr. Bei der Wasserstofffusion entsteht Helium, dessen Kerne schwerer und dichter sind als die des Wasserstoffs.
Im Herzen der Sonne ist die Temperatur am höchsten. Sie liegt bei etwa 15 Millionen Grad Celsius. Für die Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium sind 10 Millionen Grad Celsius erforderlich. Für die Heliumfusion hingegen ist eine Temperatur von etwa 100 Millionen Grad Celsius erforderlich. Die Sonne ist nicht annähernd so heiß. Wenn also das Helium den Wasserstoff im Kern ersetzt, wird der Brennstoffvorrat für die Fusion abnehmen. Der Druck aus der Energieproduktion wird nachlassen. Und die Schwerkraft wird überwiegen, sodass die Sonne implodiert. Während ihre gigantische Masse in sich zusammenfällt, steigt die Temperatur der Sonne dramatisch an. Trotz dieses Drucks und der extremen Temperatur ist die Heliumfusion noch nicht möglich. Und der Wasserstoff löst eine zweite Fusionsphase in einer dünnen Schicht um den Heliumkern aus. Da die Wasserstofffusion mit übermäßiger Geschwindigkeit abläuft, ist der Schub viel intensiver als zuvor. Die Sonne schwillt zu kolossalen Ausmaßen an und erreicht einen Durchmesser von über 100 Millionen Kilometern, also fast das Hundertfache ihrer derzeitigen Größe. Sie verwandelt sich in einen pulsierenden, roten Riesen und wird tausendmal heller als heute. Er verlässt seine Hauptreihe, um ein roter Riese zu werden. Natürlich werden die Planeten im Sonnensystem von dieser Veränderung direkt betroffen sein. Die Sonne übt mit ihrer geringeren Masse eine geringere Anziehungskraft aus, sodass die Planeten auf weiter entfernte Bahnen wandern können. Aber kommen die Planeten weit genug weg, um das Rennen gegen den wachsenden Durchmesser der Sonne zu gewinnen? Merkur verliert das Rennen, wird von der Sonne verschluckt und verdampft kurzzeitig. Mars, der weiter draußen kreist, kommt unbeschadet davon. Die Venus hat Glück. Die Sonne hört auf anzuschwellen, kurz bevor sie ihre neue Umlaufbahn erreicht. Und auch die Erde bleibt verschont. Dennoch sind die Bedingungen grundlegend anders. Erde und Mars drehen sich synchron mit der Sonne. Die Durchschnittstemperatur liegt jetzt bei mehreren tausend Grad. Wie sieht ein Sonnenaufgang von der Erde heute aus? Statt einer warmen, fröhlichen gelben Scheibe setzt sich langsam ein gigantischer roter Kreis über dem Horizont ab. Es wird nicht lange dauern, bis den Mars das gleiche Schicksal ereilt wie die Erde. Die Atmosphäre beginnt sich zu erwärmen. Mögliche Lebensformen auf diesem Planeten werden keine weitere Milliarde Jahre überleben. Zwei neue Umlaufbahnen nehmen jetzt ihren Platz in der bewohnbaren Zone unseres Sonnensystems ein. Die Umlaufbahnen von Jupiter und Saturn. Obwohl keiner der beiden Planeten lebensfreundlich ist, weder Jupiter mit Wasser in seinen Wolken, noch der Saturn, der ausschließlich aus Gas besteht, könnten ihre jeweiligen Monde geeignete Orte für das Auftreten von primitivem Leben werden, sobald ihre Temperaturen gestiegen sind. So könnten einfache Organismen auf der Oberfläche der Saturnmonde Enceladus oder Titan oder des Jupitermondes Europa leben sehen. Der größte Teil der Erdatmosphäre wird allmählich an den Weltraum verloren gehen. Die Erdoberfläche wird sich in einen Ozean aus Lava verwandeln, mit schwimmenden Kontinenten aus Metallen und Metalloxiden und Eisbergen aus feuerfesten Materialien. Die Oberflächentemperaturen werden dramatisch ansteigen und 2000 Grad Celsius überschreiten. Wenn die Sonne dann über 12 Milliarden Jahre alt ist, wird ihre schnellste Expansionsphase als roter Riese in ihrer letzten Phase in 7,4 Milliarden Jahren eintreten. In diesem Stadium wird sie sich wahrscheinlich so weit ausdehnen, dass sie einen maximalen Radius von etwa 1,2 astronomischen Einheiten erreicht. Die Sonne wird mehr als ein Drittel ihrer jetzigen Masse verloren haben, die sich in Form eines intensiven Sonnenwindes verteilt haben wird. Dieser Masseverlust wird dazu führen, dass sich die Bahnen der einzelnen Planeten erheblich ausdehnen. Betrachtet man nur dieses Phänomen, könnten Venus und Erde wahrscheinlich der Verbrennung entgehen. Aber andere Studien deuten darauf hin, dass die beiden Planeten aufgrund von Gezeitenwechselwirkungen mit dem dünnen Gas der ausgedehnten äußeren Hülle der Sonne trotzdem absorbiert werden würden. Die Prognosen für das Ende unseres Planeten sind daher eher düster.
Die Gravitationswechselwirkung der Erde mit der äußeren Atmosphäre der Sonne wird dazu führen, dass die Erdumlaufbahn schrumpft. Der Widerstandseffekt der Chromosphäre der Sonne wird die Erdumlaufbahn immer weiter verkleinern. Diese Effekte werden den Massenverlust der Sonne teilweise ausgleichen, sodass es wahrscheinlich ist, dass die Sonne die Erde in etwa 7,59 Milliarden Jahren verschlingen wird. Der atmosphärische Luftwiderstand der Sonne kann auch dazu führen, dass die Umlaufbahn des Mondes zerfällt. Wenn sich die Umlaufbahn des Mondes einer Entfernung von 18.470 Kilometern nähert, wird sie die Roche-Grenze der Erde überschreiten. Was bedeutet, dass die von der Erde ausgeübten Gezeitenkräfte den Mond aufbrechen und ihn in ein Ringsystem verwandeln werden. Die meisten dieser orbitalen Ringe werden zu zerfallen beginnen und die verbleibenden Trümmer werden auf die Erde treffen. Selbst wenn die Sonne die Erde nicht direkt verschlingt, ist es möglich, dass der Planet ohne Mond dasteht. Aber die abnehmende Flugbahn der Erde in Richtung Sonne könnte den Erdmantel eliminieren und nur den Erdkern übrig lassen. Schließlich würde 200 Jahre später auch der Erdkern zerstört werden. Nach diesem düsteren Szenario wird der rote Riese der Sonne die Erde einfach zerstören. Sie wird in der heißen Sonnenatmosphäre verdampfen und aufhören zu existieren. Aber die Geschichte der Sonne als roter Riese ist damit noch nicht zu Ende. Wenn die Wasserstoffkerne um den Kern herum weiter fusionieren, strömt mehr Helium ins Zentrum und die Temperatur steigt noch weiter an. Der Kreislauf wird angeheizt. Die Wasserstofffusion in der Hülle um den Kern beschleunigt sich und die Heliumflut im Zentrum verstärkt sich. Diese Phase wird 500 Millionen Jahre dauern, bis der Kern schließlich die Temperatur erreicht, die für die Heliumfusion erforderlich ist. Ein Prozess, bei dem Kohlenstoff und Sauerstoff entstehen. Dieser Übergang von der Wasserstoff- zur Heliumfusion wird durch einen spektakulären Ausbruch markiert, bei dem sich die Sonne zu einer konstanteren Unterriesenstruktur zusammenzieht. Dieses neue Gleichgewicht war nur von kurzer Dauer. 100 Millionen Jahre später verdrängten die Kohlenstoff- und Sauerstoffkerne das Helium aus dem Kern und in die benachbarten Schichten, genauso wie das Helium den Wasserstoff verdrängt hatte. Die Verbrennung des Sauerstoffs und des Kohlenstoffs erfordert nun höhere Temperaturen, mindestens 600 Millionen Grad Celsius. Dieses Mal wird der Kern nie die Temperatur erreichen, die für den Neustart der Kernreaktionen erforderlich ist. Seine Masse ist nicht groß genug, um die Temperaturen zu erreichen, die für die Fusion von Kohlenstoff- und Wasserstoffkernen zu schwereren, komplexeren Elementen erforderlich sind. Die Heliumhülle brennt weiter und der Kern zieht sich zusammen, bis das Pauli-Ausschlussprinzip die Implosion stoppt. Dieser Quantenmechanismus wirkt wie eine Abstoßung. Es ist, als ob die Elektronen sich weigern, weiter komprimiert zu werden und die Kontraktion der Sonne zu beenden. Die äußeren Schichten dehnen sich weiter aus und kühlen ab, bevor sie über den Kosmos verstreut werden. Alles, was übrig bleibt, ist ein atemberaubend dichter Ball aus Kohlenstoff und Sauerstoff, der als weißer Zwerg bekannt ist. Er wird noch ein paar Millionen Jahre weiter leuchten. Die Fusionsreaktionen werden aufhören, da die Temperatur nicht mehr hoch genug ist. Die Wärmeenergie der Sonne wird sanft in den Weltraum abgeleitet und hinterlässt einen dunklen, kalten Globus. In 9 Milliarden Jahren wird die Sonne mit einer Masse, die 54% ihrer heutigen Masse entspricht, zu einem weißen Zwerg aus Kohlenstoff und Sauerstoff werden. Unsere Sonne ist nun tot. Ihr Kern liegt frei und ihre Anziehungskraft auf die sie umkreisenden Körper wie Planeten, Kometen und Asteroiden hat sich durch den Masseverlust in den vorherigen Phasen abgeschwächt. Alle Bahnen der verbleibenden Planeten werden sich ausdehnen. Wenn es die Erde noch gibt, ist ihre Umlaufbahn jetzt doppelt so weit entfernt wie die, die wir heute kennen. Alle Planeten werden dunkel, eisig und völlig ohne jede Form von Leben sein.
Sie werden weiterhin ihren Stern umkreisen, wobei sich ihre Geschwindigkeit durch die größere Entfernung von der Sonne und ihre geringere Schwerkraft verringert. Mehr als 4 Milliarden Jahre später ist die weiße Zwergsonne auf eine Temperatur von 2000 Grad Celsius abgekühlt. Ihre Leuchtkraft ist auf 3 Milliardstel ihres heutigen Wertes gesunken. Ihre Wärme ist nicht mehr messbar. Sie ist jetzt für das menschliche Auge unsichtbar, denn ihre Strahlung ist so schwach, dass sie in der des kosmischen Wellenhintergrunds untergeht. Die Sonne wandelt sich allmählich von einem weißen Zwerg zu einem schwarzen Zwerg. Die Aussichten auf die Zerstörung unseres Planeten sind nicht nur spekulativ, sondern beruhen auf soliden Vorhersagen, die auf unseren wissenschaftlichen Fortschritten basieren. Obwohl wir Wissen über die ferne Zukunft der Erde haben, liegt es an uns, die kurzfristige Zukunft zu gestalten. Diese Perspektive wirft grundlegende Fragen über die Zukunft des Lebens auf der Erde und unsere Verantwortung als Spezies auf, sich dieser möglichen Zukunft bewusst zu sein. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir unser wissenschaftliches Wissen vertiefen, Strategien zum Schutz der Umwelt entwickeln und innovative Lösungen erforschen, um die Artenvielfalt und Nachhaltigkeit unseres Planeten zu erhalten. Auch wenn dies aus menschlicher Sicht noch in weiter Ferne zu liegen scheint, so ist es doch eine unausweichliche Realität in der natürlichen Entwicklung unseres Sonnensystems. Wenn wir diese Phänomene und ihre Auswirkungen verstehen, können wir besser einschätzen, wie wichtig es ist, unsere Umwelt zu schützen und neue Wege zu erforschen, um eine nachhaltige Zukunft für kommende Generationen zu sichern. Dies ist der ultimative Traum einer wissenschaftlich gebildeten Gesellschaft und unsere einzige Hoffnung, die drohende Ausrottung der Menschheit so weit wie möglich abzuwenden.